Te quiero a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Charlie, spiel meine Nachrichten ab. Du hast eine neue Nachricht von Albert Hansen, Chimera Communications. Soll ich sie abspielen? Ja, sicher. Hallo, Frau Nielsen. Zuerst möchte ich Sie zu Ihrem ersten Arbeitstag begrüßen. Wir sind sehr froh, dass Sie sich für uns hier in New Babbage entschieden haben. Sie wissen, dass sich unsere Büros noch im Aufbau befinden. Wir haben zwar schon einen recht schönen Tower gemietet, aber die Innenausstattung ist leider noch nicht fertig. Wir haben deshalb ein paar Ersatzräumlichkeiten in den Commons angemietet. Bob, unser rasender Reporter vor Ort, wird sich heute Mittag bei Ihnen melden, von Ihnen die Räumlichkeiten zeigen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren ersten Tag bei Chimera. Ende der Nachricht. Mann, ich habe ja gar nichts anzuziehen. Charlie, schick eine Nachricht an Venice. Wir müssen Klamotten kaufen gehen. Ich brauche ihren Rat. Frag, ob sie heute Vormittag Zeit hat. Nachricht wurde versendet. Hallo? Hi Hanna, wie hast du geschlafen in der ersten Nacht in deinem neuen Apartment? Hast du schon alles ausgepackt? Hi Jona, es ist toll hier. Alles da. Bett, Dusche, Küche. Chimera hat nicht gespart. Komm, zeig mal. Gib eine Führung. Na schön. Hier das Bett. Mit Ausblick. Duschzelle. Kleiderschrank. Und die Küche. Zufrieden? Können wir dich besuchen kommen? Du musst doch noch zur Schule, Jona. In den Ferien würde ich mich aber freuen, wenn ihr hier mal vorbeischaut. Dann machen wir einen Ausflug zum Spaceport. Du wirst staunen. Ist unsere Mom auch da? Nein, ist schon bei der Arbeit. Ich muss auch los, der Schulbus kommt gerade. Tschüss, bis bald. Tschüss, Jona. Du hast eine neue Nachricht von Venice. Soll ich sie abspielen? Ja, natürlich, lass hören. Hi Hanna, klar habe ich Zeit für dich. Treffpunkt in der Lounge vor unserem Büroaufgang. Gegen 10, okay? Ende der Nachricht. Na dann, los geht's. Hi Venice, schön dich zu sehen. Wie geht's der neuen stellvertretenden Geschäftsführerin von Leaky Logistic? Oh Hanna, frag nicht. Ich wünschte, ich wäre auch Reporterin geworden wie du. Dieser Manager, den mein Vater eingesetzt hat. Er ist wirklich ein Riesen... Nein, ich sag's nicht. Ich wünschte, mein Vater wäre nicht so krank. Wenn er das alles mitbekommen würde, er würde ihn direkt wieder rauswerfen. Dann wirst du das halt tun müssen. Früher oder später. Oder ich frage meinen Chef, ob er noch einen Job für dich hat. Apropos Chef, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon angefangen? Oh je, mein Big Boss, der ist wohl dauernd unterwegs und die Büroräume sind noch nicht fertig. Ich treffe mich mit meinem Kollegen heute Mittag. Er wollte sich noch melden. Er zeigt mir dann die Ersatzbüroräume, die sie angemietet haben, bis das richtige Büro fertig ist. Morgen soll auch noch ein Kameramann ankommen. Mehr weiß ich noch nicht. Klingt auch noch nach Überraschungsei. Vielleicht sollten wir unseren Nebenjob vom Studium wieder zum Hauptberuf machen. Wir kaufen uns eine Phoenix und schippern reiche Touristen nach Crusader und zurück. Du machst wieder Pilot und Touristenführer und ich sorge für Küche und Verwaltung. Bitte lassen Sie die Sachen in mein Apartment bringen. Vielen Dank. Mann, bin ich froh, dass wenigstens du noch hier bist. Weißt du eigentlich, wohin es all die anderen aus unserem Studiengang hin verschlagen hat? Soweit ich den Überblick habe, sind die meisten nach Terra. Da gibt's die besten Jobs. Hättest du auch haben können, du als Jahrgangsbeste? Wer weiß, kommt vielleicht noch. Aber du weißt, ich möchte meine Family noch nicht alleine lassen. Hallo? Hallo Frau Nielsen, hier ist Rob Carlsen von Chimera. Können wir uns in Damas treffen? Ich bin in 10 Minuten dort. Hallo, Herr Carlsen. Ja, sicher. Ich bin unterwegs. Hallo, Herr Carlsen.
Ich bin Hannah. Hannah Nielsen. Hallo Frau Nielsen. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie schon was gegessen? Falls nein, holen Sie sich doch noch was. Leider habe ich nicht viel Zeit heute, aber ich bin froh, Sie hier zu haben. Ich habe Ihre Bewerbung gelesen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin gerade an einer großen Sache dran. Da kann ich Ihre Hilfe gut gebrauchen. Sie sind ein Datenbank- und IT-Crack, habe ich gelesen. Und einen Flugschein haben Sie auch. Nicht schlecht, für Ihr Alter. Das mit dem Flugschein war reines Glück. Ich habe eine Freundin. Ihre Eltern haben ein großes Logistikunternehmen. Ich konnte da nebenbei arbeiten. Und der Flugschein, der fiel so nebenbei mit an. Kommen Sie, ich zeige Ihnen erstmal unsere, naja, provisorischen Büros. Hier in der Lounge können Sie sich Kaffee holen und mal eine Pause einlegen. Die Cafés in der Umgebung sind aber auch nicht schlecht. Der Aufgang zu unserem Büro ist dort. Erschrecken Sie nicht, es ist tatsächlich alles noch etwas improvisiert. Hier ist unser Lagerraum. Sie finden alles hier, Kamerabüros, Sender, Computerkram und Ausrüstung aller Art. Alles, was das Reporterherz begehrt. Sie müssen es nur suchen, leider gibt es noch kein Verzeichnis. Hier ist Ihr vorläufiger Arbeitsplatz. Nicht schön, aber praktisch. Ihr Zugang ist schon eingerichtet. Nachdem Sie Ihren Pilotenschein hinterlegt haben, haben Sie auch Zugang zu unseren Schiffen im Starboard. Wir haben eine Reliant Macro und eine X-85. Sie haben schon gehört, dass morgen noch unser Kameramann eintrifft. Vielleicht können Sie ihn am Starboard abholen. Er landet so gegen 9 Uhr. So, jetzt muss ich los. Ich treffe mich heute noch mit einem meiner wichtigsten Informanten. Danach kann die Sache so richtig ins Rollen kommen. Es stecken ein Haufen hohe Tiere mit drin, inklusive der UEI und der lokalen Verwaltung. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich rufe Sie heute Abend an, dann können wir uns treffen und ich weihe Sie in die Geschichte ein. Quasi, Sie werden Augen machen. Jetzt schauen Sie sich erstmal um und richten Sie sich ein. Wir sehen uns dann heute Abend wieder. Ach ja, und bitte nennen Sie mich Rob, und der Journalistenkollegen ist mein Perdu. Okay, dann will ich mal sehen, was wir hier so haben. Und, wie war dein erster Tag? Ich weiß noch nicht recht. Das Büro ist noch eher eine Rumpelkammer. Und Rob, mein Kollege hier, der tut furchtbar geheimnisvoll. Er sagt, er ist an was Heißem dran. Was denn? Ich bin neugierig. Wenn ich das wüsste. Er will sich heute Abend mit mir treffen und mir alles erzählen. Oh, ich muss los. Hab noch eine Besprechung. Sehen wir uns morgen? Ich melde mich. Tschüss. Hallo? Hannah, kannst du kommen? Ich bin hier am Ausgang der Commons. Du musst unbedingt die Datenbank, die ich bekommen habe, durchsehen. Alles auf meinem Pad. Das wird eine Bombe. Komm bitte gleich hier zum Ausgang bei den Commons. Was? Wer sind Sie? Was? Oh. Herr Karl, Rob, was ist los? Rob, hallo? Rob? Rob? Rob, bist du hier? Rob, wo bist du? Oh mein Gott. Rob, was ist los? Hallo? Ich bin hier am Ausgang der Commons zum Planeten. Mein Kollege liegt hier schwer verletzt. Bitte schicken Sie ein Rettungsteam. So schnell wie möglich. Ich habe Ihren Standort. Der Rettungsflieger ist unterwegs. Er wird in wenigen Minuten da sein. Das Pad ist zerstört. Da kriege ich keine Daten mehr raus. Aber da ist noch was draufgeschrieben. Mit Blut. Was mache ich jetzt? Wahrscheinlich meine einzige Spur. Wenn die UEI wirklich mit drin hängt? Ich merke nur die Zahlen rein. Okay, und weg damit. Ich wisch die Zahlen weg. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, als Sie hier heruntergekommen sind? Gab es noch andere Personen hier oder auf dem Gelände draußen? Oder haben Sie noch etwas Außergewöhnliches gehört oder gesehen? Nein, Sir. Da war nur Rob am Boden und das zerstörte Pad. Sie wissen nicht, woran er gerade gearbeitet hat? Nein, tut mir leid. Er wollte sich heute Abend mit mir treffen und mir alles erzählen. Nun gut, wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie uns bitte an. Wir haben Ihre Firma bereits über den Vorfall informiert.
Fahren Sie erstmal nach Hause und erholen Sie sich von dem Schock. Hi, Mom. Hi, Hannah. Na, wie war dein erster Tag? Alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Hast du Zeit, Mom? Ich muss dir was erzählen.